Hallo und herzlich willkommen im Wald, allerdings auf der Straße, weil ich will euch immer in Ruhe hier zweierlei Erdbeeren zeigen können. Das ist die eine, ja, die geht hier weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und ja, hier ist sie dann zu Ende, egal. Und die hat diese krasse, sehr appetitlich aussehende Frucht, die steht hier aufrecht. Also so stehen die in der Gegend, ja, dass die Frucht mehr oder weniger nach oben absteht. Unterhalb der Frucht befindet sich eine Blattrosette, wie man hier sehen kann. Und die drückt einem quasi wirklich ihre Frucht sozusagen ins Gesicht. Hier, iss mich, iss mich, iss mich. Wenn man das dann tut, dann wird man recht schnell feststellen, hä, die ist aber gar nicht lecker. Die ist total fad und schmeckt wässrig und vielleicht ganz leicht mehlig. Ist jetzt nicht direkt furchtbar unangenehm, aber lecker geht anders und Aroma haben die Dinger überhaupt nicht im Vergleich zu einer Gartenerdbeere oder einer käuflichen Erdbeere aus dem Supermarkt. Also unsere Zuchterdbeere, selbst wenn wir die selber anbauen, bleibt ja eine Gartenerdbeere und ist eine Züchtung, die eben ja züchterisch deswegen verändert wurde, damit sie besonders große, besonders wohlschmeckende Früchte hat. So, das Ding, was wir hier im Wald finden können, das ist die indische Scheinerdbeere. Merkt euch wirklich einfach, wenn ihr diese Früchte seht und die gucken euch entgegen und sehen appetitlich aus, darunter befindet sich die Blattrosette. Außerdem, die indische Scheinerdbeere, die wächst sehr gerne in oberirdischen Ausläufern. Ne? Das heißt, hier die Wurzel seht ihr hier links im Bild und von der Wurzel ausgehend wachsen dann so einzelne Triebe durch die Gegend, bilden dann wieder einen Trieb nach oben, da drei Blätter und wachsen dann weiter, bilden einen Trieb nach oben, hier jetzt mal nicht drei Blätter, sondern da sitzt mal eine Frucht. Dann gibt es nämlich einen Nebentrieb und der hat wieder besagte drei Blätter. Und dann geht das weiter, nächster Trieb, drei Blätter und so weiter und so weiter, bis entweder halt irgendwann Ende ist oder wir machen in die andere Richtung weiter. Hier gleiches Prinzip, drei Blätter, Abzweigung, drei Blätter, drei Blätter und hier saß mal, hier saß mal auch noch eine Frucht. Ne, die entwickelt sich noch. Ah, guckt mal hier. Da könnt ihr das sehen. Da ist noch so was Gelbliches drin. Das wird mal noch eine Frucht. Die ist einfach noch nicht reif. Und dann geht es weiter und immer das gleiche Prinzip. Also wenn man sich da mal sowas ausreißt, dann sieht man das mit diesen oberirdischen, wohlgemerkt oberirdischen Ausläufern sehr schön bei der indischen Scheinerdbeere, dass die eben auch sehr, sehr lang sein kann. Und ich sage es nochmal, damit da ja keine Verwechslung aufkommt, die Früchte springen einem fast schon ins Gesicht, haben da ihre Rosette und sind sehr groß. Ne? Also so schätzungsweise bis zu einem Zentimeter im Durchmesser kriegen die schon hin. Das ist schon ganz ordentlich für eine wild wachsende Erdbeere, sage ich jetzt mal. So, kurz zur Handkamera wechseln. So, und so sieht sowas dann eben im Bestand aus. Oft am Wegesrand zu finden, ganz typisch. Wie gesagt, die springen einem fast schon entgegen, die einzelnen Erdbeeren sehen appetitlich aus und man möchte sich fast schon bedienen, aber eben, das sind alles diese Scheinerdbeeren. Dazu noch ein paar botanische Hintergrundinformationen. Was ihr hier seht, ist das kriechende Fingerkraut. Und vielleicht fällt euch auf, der Aufbau der Pflanze, der wirkt so ein bisschen so ähnlich wie der von unserer Scheinerdbeere, unserer indischen Scheinerdbeere. Und das ist kein Zufall, denn sie heißt ja nicht umsonst Scheinerdbeere, denn sie ist gar keine Erdbeere, sondern eben ein Fingerkraut, beziehungsweise zählt zu den Fingerkräutern. Die sind oft dadurch gekennzeichnet, dass sie eben diesen kriechenden Wuchs haben, wie hier eben auch das Namengebende für den kriechenden Wuchs, nämlich das kriechende Fingerkraut, das sich eben auch mit diesen Ausläufern, Stolonen heißen die auch, ausbreitet und dann immer an den einzelnen Punkten, wo es der Meinung ist, jetzt hochwachsen zu wollen, macht es in diesem Fall hier jetzt 2 bis 3 Blättchenstängel mit einer kleinen Blattladung unten am Boden und eben einem Stängel
Stängel in der Mitte mit einer Blüte. Und so ähnlich, so zumindest von der groben Struktur her, funktioniert ja auch unsere Scheinerdbeere, nur dass die halt eben entweder einen Blattstängel oder einen Blütenstängel pro Knoten nennt man diese einzelnen Punkte, wo dann eben wieder was hochwächst vom Ausläufer aus, einrichtet. Ja? Also da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten. Die Blüte sieht sehr ähnlich aus. Wenn wir unsere Erdbeere jetzt am Blühen sehen würden, hat die nämlich auch solche gelben, typischen Kelche, auch fünfblättrig, wie eben die Fingerkräuter im Regelfall auch sind. Und selbst die Blüte, die wir hier bei, Quatsch, die Frucht, die wir hier bei 4 sehen können, ne? Etwas unterhalb der Bildmitte, die sieht auch so ein bisschen so aus wie so eine Scheinerdbeere, insbesondere die Blattrosette, die ich so gerne erwähne, die sieht man hier auch. Da ist also eindeutig optischen Zusammenhang zwischen unserem kriechenden Fingerkraut und unserer indischen Scheinerdbeere herstellbar und das ist halt kein Zufall. Nochmal zur Scheinerdbeere zurück. Und hier sieht man nochmal schön die gelbe Blüte, ganz typisch für die Fingerkrautgewächse, die hier schön zu sehen ist. Da sieht man also ganz klar, das ist keine Erdbeere. Die haben auch weiße Blüten davon abgesehen, sehen die optisch nicht ganz anders aus, zugegeben, aber wären weiß bei den Erdbeeren, bei allen Erdbeeren und gelbe Blüten haben dann eben die Fingerkräuter typischerweise. Ja, jedenfalls, warum macht jetzt dieses Fingerkraut, weil das ist es ja letztendlich, diese Riesenbollen, diese riesen appetitlich aussehenden Früchte, die so stark an Erdbeeren erinnern. Es sind nämlich streng genommen eben keine. Ja, ganz einfach, weil Tiere gewöhnt sind, dass wenn sie sowas sehen, das so lecker aussieht wie eine essbare Beere und auch wir eben entsprechend darauf mal reinfallen und denken, das sieht aber lecker aus wie eine essbare Beere, die wir kennen, nämlich wie eben eine Erdbeere, dann essen wir das und in dem Moment haben wir die Samen, die hier auch wie bei der Erdbeere außen drauf kleben, auch schon zu uns genommen und transportieren die irgendwo hin, dass wir das wahrscheinlich nicht nochmal essen werden, weil es halt nicht besonders lecker schmeckt. Okay, aber eine haben wir gegessen. Und die Strategie ist jetzt sozusagen die, dass diese Scheinerdbeere davon ausgeht, dass halt immer mal genügend dumme Leute vorbeikommen, die halt drauf reinfallen und so ein Ding essen und dann die Samen verteilen im Darm und dann halt irgendwo mal hoffentlich wieder fallen lassen, wo sich keine Kanalisation drunter befindet. Aber trotzdem, die Strategie ist gar nicht so blöde, denn eine Erdbeere, eine richtige, muss ja, um ihre leckere Frucht anzubieten, enorm viel Energie da rein investieren. Ja, da müssen Aromen rein, da muss Zucker rein, da muss Vitamin rein, da muss alles Mögliche rein, damit dieses Ding eben so lecker schmeckt, wie eine Erdbeere nun mal normalerweise schmeckt. Insbesondere Walderdbeeren, die ja noch mal viel leckerer sind, sagt zumindest meine Frau, ich persönlich bin da ja raus beim Beurteilen, als eben die normalen käuflichen und selbst die, die man selber auf dem Balkon ziehen kann, sind nicht ganz so lecker wie diese furchtbar aromareichen, speziellen, würzigeren Walderdbeeren. Ne? Das sind so Adjektive, die man in diesem Zusammenhang gerne mal auch lesen kann. So, und all das kostet Photosyntheseprodukte, die die Pflanze dann nicht mehr zur Verfügung hat, um zu wachsen. Deswegen ist es halt für die Pflanze an sich viel praktischer für die Wurzel- und Blattentwicklung, wenn man eben eine hohle Frucht, nur einfach mit Wasser, dafür ist im Überfluss vorhanden, meistens zumindest, bildet, die nichts kostet. Und trotzdem kann man gratis dann sozusagen auf diesem Wege seine Samen verteilen und im Wald verbreiten lassen. Eine Erdbeere zahlt dafür einen hohen Preis. Das Prinzip ist aber dasselbe. Ja, also so viel zur Ökologie der Scheinerdbeere. So, und dann gucken wir uns auch gleich im Bewegbild die Fragaria vesca an, also die essbare Erdbeere in gewisser Weise. Ist jetzt auch nicht die Wildform unserer Hauserdbeere, das ist nochmal eine andere, aber nichtsdestotrotz steht die wild bei uns im Wald rum, ist einheimisch, schon immer da gewesen und wird seit Menschengedenken wahrscheinlich uns auch als Leckerei gedient haben, wenn wir dann halt mal an so einer vorbeigekommen sind. Beachtet kurz die Blüte, nur zum Blütenfarbenunterschied und alle anderen Merkmale schauen wir uns dann gleich noch an. Jetzt gibt es erstmal Bewegtbild dazu. Ja, und die liegt hier auf der Straße rum, hat noch keine großartig ausgeprägten Früchte. Moment, ich versuche euch das auch wieder scharf zu stellen. Ich habe für sowas heute leider nicht das richtige Objektiv dabei.
Aber seht es mir nach, so gut es geht. Ne? Da stehen jetzt sämtliche Blätter rosettenartig in einem, ja, in einer Rosette auf demselben Punkt. Ne? Auch hier gibt es Triebe mit drei Blättern und die Blätter sehen sich zugegebenermaßen recht ähnlich. Und weitere Triebe mit drei Blättern, aber alle eben von einem Punkt aus ein und derselben, ja, Wurzel, aus dem, einem Stück der Gesamtwurzel der Pflanze, ne, die ist nämlich viel größer eigentlich, hervorgehend. Ja? Und da gibt es dann üblicherweise höhere und weniger höhere Triebe von den Blättern und an manchen Trieben hängt auch hier eine Blüte zunächst mal. Betonung auf, sie hängt. Ja, seht ihr das? Also die macht hier ganz klar eine Biegung. Und das ist eben der springende Punkt. Die Erdbeerchen hängen. Die stehen einem nicht entgegen, sondern die hängen und wir haben direkt unter den eigentlichen Erdbeeren, da haben wir auch keine auffällige Blattrosette, sondern lediglich so ein Hauch von Blattgrün. Ne? Und die sind auch dann noch da, wenn die Erdbeere reif ist. Aber wir haben wirklich kaum Blättchen unten drunter. Hier nochmal zum Direktvergleich. Das da springt einem entgegen und hat deutliches Grün unten drunter. Ne? So, ich glaube, daran kann man es ganz gut erkennen. Auch die Ausläufer, die die heimische Erdbeere macht, die laufen größtenteils unterirdisch eben als Rhizom ab und es gibt auch welche, die oberirdische Ausläufer machen können, dass dann also hier quasi auch ein Trieb oberirdisch sich ähnlich wie bei dem Ding hier ja, fortbewegt, in Anführungszeichen. Das gibt es auch, aber typischerweise ist eben ihnen diese Ausbreitung mittels ihres Rhizoms gegeben, wenn ich jetzt nichts Unsinniges erzähle. So, Tatsache jedenfalls ist, die hier, die sind richtig, richtig lecker und da konzentrieren sich die Aromastoffe auf eine kleinere Frucht und damit ist das was anderes, wenn man da reinbeißt. Ne? Das mag sogar ich in geringen Maßen und das soll was heißen, weil ich bin ja nun wirklich kein großer Fan von Obst. Und damit gehen wir jetzt nochmal im Botanikstudio vorbei und gucken uns den Aufbau von so einer Erdbeere mal ganz genau an, weil die meisten von uns haben das zuletzt in der Schule gemacht, wenn überhaupt jemals, einen Aufbau einer krautigen Pflanze. Darf man ruhig mal in Ruhe durchsprechen und dann nehmen wir uns jetzt auch ein bisschen Zeit für. Die Erdbeere ist ja eine sehr faszinierende Pflanze, wie ich finde, und damit auch ein schönes Beispiel, das auch jeder in seinem Wald mit etwas Suchen sicherlich finden sollte. Ne? Es mag wenige Ausnahmen geben, wo keine ist, dann müsst ihr halt mal ein bisschen in den Urlaub fahren. Gut, also, zunächst mal hatte ich ja gesagt, die Blätter wachsen in einer Rosette. Das nennt sich in diesem konkreten Fall hier grundständige Rosette und meint, dass alle Blättchen und auch der Stängel, an dem die Blüten bzw. später die Erdbeeren sitzen, alle aus demselben Bereich des Bodens kommen. Ne? Also die wachsen aus demselben Loch, in Anführungszeichen. Das liegt daran, dass sie auch aus demselben Stück Wurzel hier raufwachsen. Allerdings kann man die Wurzel natürlich nur sehen, wenn man sie ausbuddelt oder entsprechend eine Erdbeere aus botanischen Zwecken und für botanische Untersuchungen mal ausreißt. Das darf man dann mit einer durchaus machen. Übrigens, wenn man damit ein großes Stück Wurzel mit rausreißt, dann besteht durchaus eine gute Chance, dass man die woanders wieder einpflanzen kann und sie wieder anwächst. Also das nur für die Leute, die da ein größeres Problem mit haben. Ne? Selbstverständlich entnehmen wir nur da Pflanzen, wo ganz viel davon vorhanden sind, sodass die Art am entsprechenden Ort nicht gefährdet wird, beziehungsweise die Population nicht erlischt. So, also das ist jedenfalls das Unterste, was wir sehen können. Diese Wurzel, die sieht so ein bisschen aus, als würde die horizontal im Boden wachsen und genau das tut sie auch. Das Ding nennt man Rhizom. Das ist also eine Wurzel, die erstens der Speicherung von Nährstoffen dient, um gut durch den Winter zu kommen, um im Frühjahr wieder austreiben zu können, also weiter austreiben zu können. Die Walderdbeere ist immer grün, das heißt, man wird immer ein paar von diesen kleinen Blättchen, die dann allerdings deutlich weiter unten sitzen und nur sehr wenig hoch sind, am Boden finden können und weiß dann auch im Winter, beziehungsweise kann auch im Winter sehen, oh, hier gibt es Walderdbeeren, hier muss ich dann im Sommer mal wiederkommen und krieg was Leckeres
zu mampfen. Ne? Also dieses Rhizom, das kann eben horizontal durch den Boden wachsen und es kann sich jederzeit, wenn die Pflanze beschließt, dass das jetzt eine gute Idee wäre, aus dem Rhizom eine Wurzel nach oben bilden, aus der dann eben ein neues Erdbeerpflänzchen entsteht, obwohl dieses Erdbeerpflänzchen im Grunde genau die gleiche Pflanze ist wie die Mutterpflanze, denn es handelt sich um einen Klon. Und solange das Rhizom zwischen den einzelnen Pflanzen, sozusagen Pflanzenpflänzchen, nenne ich es jetzt mal, intakt bleibt, ist das auch ein Verband von Klonen und ein Individuum, also ein und dasselbe Lebewesen, die eben aus mehreren oberirdisch sichtbaren Pflanzen bestehen, auch wenn die unterirdisch alle miteinander verknüpft sind. Das heißt, man kann ein ganzes Feld von Walderdbeeren finden und denken, hu, das sind aber viele Walderdbeeren. Dabei ist es nur ein einziges Individuum. Also wenn man der Pflanze einen Namen geben würde, nennen wir sie mal Heinz Erhard, dann würde entsprechend nur ein Heinz Erhard, er wird es mir nicht übel nehmen, er hat ja Humor, auf der Wiese stehen und nicht entsprechend viele Heinz Erhard oder nebendran der Karl Gustav irgendwer oder der Franz Josef Strauß oder der Helmut Kohl, um jetzt nochmal diverse andere bekannte Namen zu nehmen für Individuen. Nee, es ist alles ein, kann alles ein und dieselbe Pflanze sein, die eben nur ganz viele verschiedene Pflänzchen ausbildet. So, das ist schon mal wichtig. Oberirdische Ausläufer sind auch möglich, hatten wir schon gesagt, nennt sich dann Stolon und machen sie manchmal. Der Stolon wird dann oft zurückgebildet, das also sprich dieser oberirdische Verbindung zwischen zwei Erdbeerpflänzchen irgendwann verloren geht und man dann denken könnte, es seien zwei individuelle Pflänzchen, sind sie aber nicht, weil sie wahrscheinlich dann auch wieder eine Wurzelverwachsung aufnehmen und in jedem Fall, selbst wenn sie vollständig voneinander getrennt sind, sind sie nur Klone voneinander und kein, ja, kann man jetzt sich fragen, sind zwei Klone einzelne Individuen? Wenn sie voneinander getrennt sind, sagt man ja, obwohl es eben nur Klone sind. Für eine völlig neue Erdbeere, die genetisch auch was anderes darstellt und andere Wachstumsbedingungen und andere, ja, andere Parameter des Wachsens und des Seins besitzt, sage ich jetzt mal, gibt es nur dann, wenn wir uns die sexuelle Fortpflanzung angucken. Und genau das tun wir jetzt und dafür brauchen wir zunächst mal eine, was? Genau, eine Blüte. Und bei vielen Pflanzen handelt es sich um eine zwittrige Blüte, das ist hier auch bei der Erdbeere so, soll heißen, die enthält weibliche und männliche, ja, Geschlechtsorgane, wenn man sie so nennen möchte, innerhalb derselben Blüte. Also eine Erdbeere ist weder Männlein noch Weiblein, die ist immer beides. Es gibt auch Pflanzen eben, bei denen das anders ist, aber hier nicht so. Und in unserer Blüte, das ist hier jetzt die Blüte mit der kleinen 3 drunter in dem schönen Bild, was wir hier sehen, befinden sich jetzt folgende Bestandteile. Zunächst mal hat sie einen Stängel, okay, und jetzt hat sie diese äußeren kleinen grünen, dünnen grünen Blättchen, die ganz außen bzw. ganz unten liegen. Das sind die sogenannten, Moment, wie heißen sie? Außenkelchblätter. Es gibt noch innere Kelchblätter, die sehen wir in dieser Darstellung. Aber eher nicht. So, das nächste, was auffällt, sind dann diese hellgelblichen kleinen Nupselis, die da in der Blüte drinstecken. Schaut mal zu Abbildung 4 innerhalb von unserer schönen Darstellung hier. Da seht ihr eine etwas vergrößerte Darstellung vom männlichen Bestandteil der Blüte. Das sind die Staubblätter. Davon hat sie im Regelfall 20 Stück. Und da drin steckt eben der Pollen, der männliche, ja, der männliche Teil, der zur Befruchtung von einer Pflanze notwendig ist. Ich wollte gerade Samen sagen, aber wenn man sich eben im Pflanzenreich befindet, dann ist der Samen ja schon die Kombination aus Pollen und Fruchtknoten letztendlich, beziehungsweise dem weiblichen Teil der Frucht, der Blüte. Ja? Und in diesem Fall hier haben wir nämlich noch die sogenannten Fruchtblätter neben den Staubblättern und die sind die kleinen, also das ist die weibliche Komponente und die befindet sich eben jetzt unterhalb von den kleinen Staubblättern, Nupselis, diese gelblichen Nupselis, die direkt auf der Blütenmitte
drauf liegen. So, und was ist die Blütenmitte? Der große grüne Knubbel. Das ist das, woraus sich dann später die Erdbeere bzw. der Teil, den wir daran so lecker finden, bilden wird. Das ist der Teil, aus dem dann die fleischige Frucht entsteht. Ja? Aber es ist nicht eigentlich eben nicht so richtig eine klassische Frucht, weil in einer klassischen Frucht ist ja der Samen drin, hier sitzt der Samen drauf. Und die einzelnen Samen, die jetzt hier entstehen, die dann eben auch befruchtet sind, hoffentlich, weil von einer anderen Blüte eben das Bienchen, Blümchen- und Bienchenprinzip, das kennt man, hoffentlich Pollen geholt hat, um dann eben bei einer anderen Erdbeerblüte vorbeizukommen, sich da nochmal ein bisschen Pollen zu holen, anderen Pollen dazulassen und den hoffentlich auf die Frucht, Blätter, also den weiblichen Teil der Blüte fallen zu lassen. So, und dann sind die eben entsprechend befruchtet und es bilden sich Samen und in diesem Fall eigentlich Nüsschen, ja, nicht richtige Nüsse, aber Nüsschen, dem kommen sie noch am nächsten und die sitzen dann auf der eigentlichen Frucht drauf. Und das macht das Ding so kompliziert, weil damit ist es keine Frucht, da wäre der Samen drin, sondern es ist eine Sammelnussfrucht, Nüsschen, die auf der späteren Frucht drauf sitzen. Das seht ihr oben bei den eigentlichen fertigen Erdbeeren. Das kennen wir auch von unserer Gartenerdbeere, die man so im Supermarkt kaufen kann. Da sitzen ja auch die Kerne bzw. die Nüsschen auf der Frucht drauf. So, also, wenn dann sowas entsprechend gefressen wird, also die spätere Frucht, nachdem sie sich entwickelt hat, dann werden die Nüsschen im Darm von wem auch immer, der das gefuttert hat, transportiert und der lässt es irgendwann logischerweise wieder fallen, früher oder später. Und im Idealfall war die Verdauung so kurz, wenn es zum Beispiel ein Vogel gewesen ist, der hat eine sehr schnelle Verdauung, dass die Samen bzw. Nüsschen das überlebt haben und die können dann hinterher noch keimen. Das nennt man Zoochorie. Die Form dieser Ausbreitung, also sprich Ausbreitung in der Fläche durch die Hilfe von Tieren, Zoochorie. Erdbeeren werden auch gerne mal von Ameisen transportiert, weil die sich die Nüsschen eben auch holen und abtransportieren. Nicht immer zwingend schaffen sie es damit bis zurück in ihren Bau. Manchmal bleiben sie auch sonst woanders liegen. Und das ist dann natürlich auch ein großer Vorteil für die Erdbeere, weil dann kann sie an dieser Stelle keimen. Und so abseits von der vegetativen Vermehrung, sprich Stolone und eben die, wie heißt denn, das Rhizom, was da durch den Boden wächst, hat sie damit vielfältige Möglichkeiten, wie sie sich in Raum und Zeit ausbreiten kann. Und also eine ganz tolle, sehr, sehr variabel funktionierende Pflanze. Ne? Also sie ist, wie gesagt, wintergrün. Das heißt, sie hat noch ein paar Blätter, wenn der Schnee kommt und auch ein paar Blätter unter dem Schnee. Sie ist ausdauernd. Das soll heißen, sie kann mehrere Jahre alt werden. Das ist für viele Pflanzen auch keine Selbstverständlichkeit. Die Strategie, kurz da sein, Samen produzieren und dann einfach absterben, wenn der Winter kommt oder alternativ die Sommerdürre, je nachdem in welchem Ökosystem wir uns gerade befinden, das ist auch durchaus valide, weil man braucht nicht Energie investieren, um eben Vorräte für die schlechte Zeit anzulegen, die eben der Winter oder der Sommer sein kann, sondern man haut einfach alles in Form von Samen raus. Aus den Samen wächst im nächsten Jahr die nächste Generation heran, ist wieder wunderbar angepasst, hat wieder ein paar Monate Zeit, bis die dann auch wieder sterben, um wieder ihrerseits Samen zu produzieren. Und so wird das Überdauern der Art sichergestellt, eben in Form von dem Generationsübergang. Hat ein bisschen was Romantisches, finde ich. Aber das kann man jetzt so oder so sehen. Ja, das ist jedenfalls unsere Erdbeere. Ein paar allgemeine Dinge zur Botanik. Und damit wir die jetzt auch wirklich, wirklich von der Scheinerdbeere unterscheiden können, machen wir jetzt nochmal einen kleinen Ausflug ins Bewegtbildmaterial und gucken uns das nochmal per kleinen Quiz an. Und ihr dürft selber raten, ob ihr den Unterschied erkennen könnt. Ah, so hier. Also das sind jetzt die hier auch nochmal reife Exemplare von der guten. Also ihr könnt da nochmal sehen, die hängt nach unten, die steht einem nicht entgegen. Und die sind auch deutlich, deutlich kleiner. Also was haben die da vielleicht? Ja,
6, 7 mm im Durchmesser, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann sind schon recht große. Also sie können auch mal bis zu 1 cm im Durchmesser haben, aber die anderen, die gibt es halt auch, die indische Scheinerdbeere, die gibt es halt auch nochmal in, ja, ich sag mal, 13 mm, 14 mm Durchmesser, irgendwie sowas um den Dreh. Gibt es das locker, wenn nicht sogar noch größer. So, jetzt ein abschließendes Quiz. Die hier, ist das eine leckere oder ist das eine nicht leckere? Ist eine leckere. Ja, und sieht man auch, wie gesagt, hier, die hängen dann wieder entsprechend. Was ist mit der? Die ist besonders groß, besonders rot, sieht eigentlich sehr appetitlich aus, aber sie hängt. Also, was ist es für eine? Eine leckere. Und hier, die da, die sieht auch besonders groß, besonders rot aus, sehr appetitlich. Und was ist es für ein? Sieht man nicht. Sieht man nicht. Die sieht eigentlich ja auch sehr appetitlich aus, ne? Und vom Äußeren rein von der Beere selber nur schwer zu unterscheiden. Aber wir sehen, die steht uns entgegen und hat eben auch recht viel Grün unten drunter, ne? Und das ist definitiv eine von den nicht leckeren. Also die stehen hier genau nebeneinander. Gehst du nochmal rüber zu der hier kurz? Danke. Ja, also das ist schon wieder eine leckere. Also direkt nebeneinander. Man muss beim Sammeln wirklich ein bisschen aufpassen. Wobei die da, die tun einem ja auch nichts, die nicht. Ja, hier ist die nächste nicht lecker. Alles direkt nebeneinander, beieinander. Ja, macht nichts, hat man ja grob erahnen können. Ich kann gerade mich noch mal ins Bild nehmen. Erdbeerchen. Ja, hallo übrigens. Dachte, jetzt bin ich doch noch mal kurz zu sehen. Ja, also das ist wirklich schon ziemlich teuflisch. Wobei, ein Risiko gibt es ja nicht wirklich. Die nicht leckeren, die sind weder ungesund noch gefährlich noch irgendwie giftig oder sonst wie. Es schlimmstenfalls versaut es einem ein bisschen den Erdbeergenuss, wenn man jetzt denkt, jetzt kommt gleich Aroma und dann kommt halt kein Aroma. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem da passieren kann, wenn man die falsche Erdbeere erwischt. So, und bevor jetzt einer fragt, was ist denn mit dem Fuchsbandwurm bei Erdbeeren am Wegesrand? Ja, es besteht ein minimales, winzig kleines Risiko, dass man tatsächlich eine Erdbeere erwischt, die mit Fuchsbandwurm kontaminiert ist, Fuchsbandwurm-Erreger, also die Eier vor allen Dingen von dem Ding. Ob das überhaupt möglich ist, dass sich das überträgt per orale Aufnahme, also sprich per Essen, ob das den Magen überlebt oder nicht, das weiß niemand so genau. Es gibt keinen einzigen bewiesenen Fall, wo man nachweisen könnte, dass die Infektion mit dem Fuchsbandwurm über den Verzehr von wildwachsenden Beeren passiert ist. Ja? Also das kann man vermuten. Das ist vielleicht auch richtig, aber wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Die Hauptquelle, um sich mit Fuchsbandwurm zu infizieren, sind aufgestäubte Eier aus trockenem Material, in dem eben die trockenen Eier drin liegen. Und das wird dann als Staub aufgewirbelt durch Drüberbürsten, zum Beispiel auch aus dem Fell von Haustieren sehr gerne. Und wenn man das einatmet, dann, das ist die Hauptursache für Infektionen mit dem Fuchsbandwurm. Bärchen essen, wir kennen nicht den genauen Risikofaktor, aber es ist extrem unwahrscheinlich. Und vielleicht noch eine lustige Nachricht, gute Nachricht für die Älteren unter uns. Die Inkubationszeit beträgt sehr, sehr lange, kann bis zu 15 Jahre dauern im Extremfall. Heißt, wer jetzt sagt, okay, was in 15 Jahren ist, ist mir gerade egal, so lange lebe ich nicht mehr, der darf bedenkenlos, mindestens der, bedenkenlos Bärchen im Wald futtern. Tschüss.